Es geht weiter mit Let's Play Wario Land 3. Und ja, im letzten Part haben wir ja solche Saaten verteilt. Und im Pool of Rain ist auch so einer dieser Samen gelandet. Was zur Folge hat, dass sich das Level geändert haben könnte. Und tatsächlich, wir haben diesen merkwürdigen Erdorden gehabt. Und da war tatsächlich eine Pflanze drunter. Mach hier erstmal in die Tür rein, zu gucken, was hier ist. Und, ah, hier ist die rote Truhe, okay. Dann gehen wir die Ranke hoch, vielleicht findet man auch den roten Schlüssel, was ich auch hoffe. Und, hä? Was? Es geht nicht höher? Okay. Na gut, dann gucken wir das Level so nochmal an, ob sich hier irgendwas noch geändert hat. Das ist komisch. Also ich denke mal, es wird jetzt hier eh noch mehr von solchen Samen geben. Also es ging nicht weiter nach oben. War es kein Teleport oder so? Aber vielleicht hat sich so noch hier irgendwas geändert an dem Level allgemein. So. Achso, okay. So kommen wir auch noch hier durch. Aber ich hoffe, das ist hier mal... Ups. Ach, hier unten ist man auch schon wieder ganz viel noch, dass es da noch weitergeht unter Wasser. Da ist auch noch ganz viel los. Aber da rechts ist nur die Tour, oder? Das ist echt merkwürdig auf jeden Fall. Komme ich nicht mehr dran. Muss ich einmal so den hier machen. Und du nervst mich jetzt nicht. Aber hier war doch nur die Schatztour, ne? Das ist... Ich weiß nicht, also ich konnte auf jeden Fall nicht hoch. Ich hoffe, dass das nicht ein Bug war. Ich mach mal so, weil wir das Level geschafft haben, können wir jetzt... Ach ja, jetzt Action Help. Können wir jetzt nämlich zur Map auch gehen. Kommt wieder zum Anfang des Levels wenigstens. Das können wir auch, glaube ich, nur machen, sobald man mindestens eine Schatztruhe in dem Level auch hat. Also einen Schatz gefunden hat. Weil hier war ja sonst nichts mehr. Oder muss ich hier vielleicht einfach nur nachts entlang? Guck mal, diese Ranke, die muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Aber ich kann ihn einfach nicht weiter. Keine Ahnung, was das soll. Komisch. Dem Raum war jetzt auch nichts, oder? Ne, hier ist ja nur die Truhe. Ja, das ist doch komisch, ey. Hat sich doch sonst nichts verändert, ne? Guck jetzt nochmal nach intensiver. Wenn ich nicht auf Anhieb was finde, dann gucke ich mal, ob ich das entweder dann irgendwie schneide oder dass das Level einfach erstmal auslassen. Weil würde ich nichts bringen, jetzt hier jetzt die ganze Zeit jetzt hier nur noch irgendwas zu suchen, obwohl hier vielleicht auch nichts ist. Und das war schon zu viel des Guten. Komm ich da noch? Gut, ich komme da noch hoch. Hier ist ja der graue Schlüssel ja nur. Und nein, boah. Okay, wie episch. Da hatte ich dieses Schild ja zu mir gerichtet. Das heißt, ich hätte eigentlich so zurückfliegen müssen. Aber irgendwie hat das Spiel das wohl noch nicht so richtig erkannt. Geil. Ne, hier ist gar nichts. Hä? Okay, wir verlassen das Level einfach mal. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendein Bug ist oder so. Aber vielleicht passiert ja noch irgendwas. Aber wir hatten ja noch eine dritte Saat gehabt, und zwar diese hier. Mal gucken, was sich hier noch so verändert hat. Obwohl, das haben wir auch schon mal gesehen, diesen Schlangenkopf. Der ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Den haben wir aber auch schon mal gesehen. Ach, und hier gibt es den roten Schlüssel. Gott. Achso, dann kommen wir wieder hier hin. Okay. Hier war der Bosskampf, ne? Da geht. Oh, so. Kurz mal raus. Ich denke mal, dass hier auch jetzt irgendwas gewachsen sein wird. Doch, tatsächlich, da ist was. Stimmt, da kommen wir ja damals nicht hoch, aber jetzt geht es. Wenn mich das Ding da nicht nerven würde. So, perfekt. Dann gehen wir erstmal hier entlang. Und schon wieder Minigolf. Okay. Ach, was sag ich mal, Minigolf, das ist ja normales Golf. Ja, und wir können hier durch.
Ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Es gibt ja auch gerne so unsichtbare Wände, die man kaputt machen kann. Bei Wario Land 2 gab es die noch ausgiebiger. Das mochte ich auch in dem Spiel sehr. Und jetzt muss ich da nochmal hin. Und aber hier wurde das auch ein bisschen übernommen. Das war nicht mehr so komplex wie damals. Und da gab es dann wirklich so richtige Secrets, so mit richtig vielen Münzen und so. Und auch dann noch so geheimen Gängen und geheimen Leveln und so. Das war ziemlich geil auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Grund sein, warum ich auch Wario Land 2 auch immer mal Let's Playen werde, weil das auch einfach ein episches Spiel war. Auch sogar noch für heutige Verhältnisse ist das noch verdammt gut. So, wieder so dieser Teil hier. So. Komm einfach weiter, ich will es einfach ins Loch haben und nicht wieder in den Bunker oder so. Obwohl es jetzt sogar nicht mal ein Problem ist. Komm, und rein da. Nice. Sehr schön. Okay, damit haben wir dann... Ach, das ist auch die rote Truhe direkt. Das Einzige, was ich höchstens noch machen würde, ist noch einmal die Ranke ein bisschen höher zu gehen, weil da ging es ja noch ein bisschen weiter. Also rechts ist dann zur Truhe. Und was oben ist, das sehen wir dann ja jetzt noch. Ach, und gerade habe ich noch diese Geheimgänge angesprochen. Na gut, hier gibt es ja immer so als Ersatz so für diese... Da gibt es ja für immer diese Musikmünzen dann. Genau, und da sind wir auch schon. Und wir kriegen... Ist das ein Kompass? Sieht etwas wie dieser Kompass bei Zelda. Ach, das sind Räder! Ach, erinnert ihr euch noch das Minecart aus diesem Vulkan-Level? Genau, Vulkano-Space. Da kommen wir jetzt da wohl hin. Wie gesagt, ich werde dieses Level mal außen vor lassen. Wenn wir mal nicht weiterkommen, werde ich auf jeden Fall mal gucken, was man dann da machen muss. Aber dann lassen wir das erstmal außen vor. Ich glaube, hier unten war doch der Gang, der Eingang, oder? Ich meine, ja doch, da war ja so ein Eingang und da müsste dann auch der, dieses Minecart-Abteil sein. Da ist auch noch so eine Musikmünze. Ich weiß noch, die kann man, glaube ich, durch Zerstampfen bekommen. Ich glaube, man kann hier irgendwo Stampfattacke machen. Genau. Aber ich möchte die jetzt nicht holen, weil ich habe jetzt gerade echt jetzt keinen Bock, die jetzt da einzusammeln, weil das muss ich den ganzen Weg wieder hochgehen und wir sammeln die ja eh nicht. Und jetzt bewegt es sich auch endlich. Sehr schön. So, gehen wir aus dem Weg. Und wir müssen natürlich immer so mit dem Minecart mitlaufen und allen möglichen Hindernissen ausweichen, dass wir dann auch immer das mit benutzen können weiterhin. Aber erstmal gehe ich hier rein. Ach, und jetzt wird es episch. Jetzt werden wir nämlich zum verdammten Vampir. Natürlich können wir uns dann auch in eine Fledermaus verwandeln. Das ist vielleicht die epischste Verwandlung von allen, die ich finde. Wir kriegen aber nur eine Musikmünze schon mal. Und den grünen Schlüssel, okay. Also wir sind viel zu früh schon hier. Okay. Schade. Aber ich finde die Verwandlung schon episch. Ich glaube, der Vampir-Wario, der ist auch nie wieder vorgekommen danach. Ich weiß noch, in Wario Land 4, da konnte man noch höchstens noch so eine Fledermaus werden. Aber das mit dem Vampir, das gab es danach gar nicht mehr. Naja, aber ich hätte da nicht reingehen sollen, weil jetzt müssen wir deswegen nochmal das mal von neu machen. Achso, der Weg ist ja noch frei. Naja, aber jetzt wissen wir das ja. Also wir müssen auf dem Minecart bleiben und nicht in die Tür gehen, weil sonst wird das Minecart ja auch resettet und dann haben wir gar nichts mehr davon. Ich finde das Geräusch auch lustig, wenn diese Dinger da so ausfahren. Weg mit dir. Was so ein bisschen komisch wirkt. Ich denke, das wird man auch im Video sehen, aber das liegt auch an dem Spiel selbst. Wenn man sich schnell bewegt, weil man so dauerhaft so ein bisschen läuft, dann ist das Bild manchmal ganz kurz so leicht, so ganz leicht unscharf so. Aber das war, glaube ich, auch schon auf dem Gameboy so. Oh, wir haben ja den Schlüssel gar nicht. Aber hier geht es ja noch nach unten. Und da ist noch ein Minecart. Und das hier erinnere ich mich sogar noch ganz leicht.
Also deswegen, also das hat jetzt ernsthaft. Seriously? Ach. Ach man, und der Schlüssel ist bestimmt unten links oder so. Oder unten auf dem Weg. Also ich weiß noch, man musste zweimal dieses Minecart benutzen. Ja, das ist natürlich doof. Naja, aber wir kommen ja wieder schnell hin. Wenn du mich nicht nervst. Danke. Ich denke, ich werde auch den Part jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen länger machen, weil das jetzt auch gerade so ein bisschen langsam abläuft, weil das erste Level war ja auch so ein bisschen Chaos jetzt heute, dass wir da irgendwie gar nichts gefunden haben und auch jetzt, dass ich jetzt hier das dritte Mal nochmal hochlaufen muss. Ne, ich mache das noch ein bisschen länger dafür. So, erstmal ducken. Hier nicht rein. Da oben geht auch noch ganz viel ab. Auch wieder ein Golfspiel, aber ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Und wieder diese komische Vase mit diesem Schlangengesicht drauf. Interessant ist auch, dass in Wario Land 2 der erste Boss auch eine Schlange war. Vielleicht gibt es halt auch so ein paar Parallelen. Und, oh ne, dieses Mal lasse ich mich nicht von dir anzünden. Und tatsächlich, da ist der rote Schlüssel. Ich denke mal, das wird uns jetzt auch wieder zum Anfang bringen, dass wir dann da mit dem Minecart dann nochmal zurückfahren können. Und, ne, nicht nochmal. Tschüss. Boah, ist das echt so langsam? Ja, komm, wisst ihr was, wir sehen es wieder, wenn ich dann in der Schatztruhe bin. Okay, und da sind wir auch schon. Und mal gucken, was wir jetzt so Schönes kriegen. Ich hoffe mal wieder irgendwas, dass man wieder neue Level freischaltet. Wäre zumindest schön. Und was ist das? Ist das vielleicht eine Schlange? Sieht so ein bisschen so aus, ne? So ein Awesome Face. Obwohl, nee, es passiert gar nichts damit. Oder war das irgendwie eine Turbine oder so? Und ich glaube, wir müssen tatsächlich in dieses Level rein. Nochmal. Also hier ging es ja nicht weiter. Obwohl, ich jetzt könnte ich ja mal... ich habe jetzt auch normalerweise die... Das ist auch der erste Part, den ich jetzt heute wieder aufnehme hiervon. Deswegen weiß ich jetzt auch seit gestern nicht mehr genau, ob sich noch was geändert hat. Aber damit das Spiel auch nochmal ein bisschen einfacher ist für Leute, die wirklich mal das länger nicht spielen... Kann man auch einfach zum Tempel zurückgehen, zu der mysteriösen Figur. Und das Coole ist, er sagt uns dann immer genau, wo wir dann ein bisschen hingehen sollen und weiterkommen. Aber er führt uns zum Pool of Rain hin. Das war ja so merkwürdig, da kam ja nicht weiter. Warum auch immer. Ich hoffe nur echt, dass das kein Bug ist. Dass wir da, dass irgendwie der Teleport nicht geladen wird. Oder die Map nicht weiter scrollt oder so. Ich versuche es jetzt nochmal bei Tag. Weil sich jetzt auch ich immer weiter nach oben und es passiert nichts. Ich kann mich jetzt echt nochmal wirklich ausgiebiger umsehen. Vielleicht ist ja auch irgendwo weiter oben was. Irgendwie so eine Stelle, die man so nur finden kann, wenn man total hobbylos ist. Aber ich kann mich auch so nie daran erinnern, dass da irgendwie große Probleme gehabt zu haben. Entweder übersehe ich jetzt gerade, habe ich das irgendwas übersehen? Sonst hätte ich echt keine Ahnung. Aber es muss ja auch was mit dieser Pflanze ja zu tun haben. Also echt merkwürdig auf jeden Fall. Also ich gucke mir das Level nur noch mal kurz mit euch zusammen an. Und wenn wir kein Anzeichen gefunden haben, dann muss ich echt irgendwo... Ja, weiß nicht, einen Walkthrough oder überhaupt mal irgendwo mal nachgucken. Weil ich hoffe nur echt, dass das jetzt nicht irgendein Fehler ist. Oder wie gesagt, oder irgendwie so ein Versteck, dass man vielleicht das fast unmöglich ist zu finden. Ja, nämlich jetzt nicht so angenehm. So, nach oben. Du nervst mich nicht, oder geht's? Nee, jetzt nicht weiter. Oder unten war jetzt nur die Tour. Mehr war da ja nicht. Hier ist kein Schlüssel, nichts. Ja, nur der Ausgang. Gar nichts. Hey, deshalb würde ich dann sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn ich die Lösung dann habe. Bis gleich.
Okay, ich konnte es doch noch fixen. Ich hatte irgendwie, gab ihm so einen Bug mit dem Emulator wohl. Das habe ich jetzt fixen können. Problem war wohl, dass ich das Spiel mit Hilfe eines vom Emulator erstellten Save States, also den ich mit dem Emulator gemacht habe, gestartet habe. Und man darf das aus irgendeinem Grund nur mit einem vom Spiel erstellten Save-Punkt starten. Also, weil das Spiel speichert ja immer nach jedem Level und man muss es halt dann mit so einem originalen Save-Punkt starten. Und nicht mit einem selbst erstellten, selbstgelegten Save State, sonst gibt es dieses Problem irgendwie. Jetzt sind wir auf jeden Fall in diesem Bereich und ich habe schon mal so eine Musikmünze und sind überall diese. Ups. Diese Bäume, in denen man nie weiß, wann Abgründe kommen und wann nicht. Aber na gut, aber wenigstens war das dann doch nicht irgendwie die Schusseligkeit, dass ich irgendein Detail übersehen habe in dem Level, sondern tatsächlich. Wenigstens kann ich dann die Schulter auf den Emulator schieben. Und dann stehe ich selbst nicht so dumm da. Aber hat jetzt auch nichts mehr zur Sache, wir müssen nämlich hier weiter. Ach, ernsthaft. Fieses Level. Es ist zwar noch nicht ganz so schlimm wie der, wie das mit dem Mond, der uns wohl zu hassen scheint. Aber es kommt schon sehr nah dran. Ich finde es auch geil, wie diese einfache lange Pflanze hier diesen Stein mal einmal so hochheben kann. Okay, ich werde jetzt einfach alles. Bin ich dumm oder so? Ich habe da keine, ich habe da keine Worte mehr für. Okay, dann eben jetzt noch langsamer. So, jetzt drüber. Jetzt auch mal springen zur Abwechslung. So. Ich mache es jetzt wirklich langsam. Ich hoffe. Ernsthaft? Ich hoffe nur, ich weiß echt den Schlüssel nicht. Nee, ich werde den Part definitiv ein kleines bisschen länger machen. Also ich werde das nur noch zu Ende machen. Ich hoffe, ich brauche nicht eine Stunde dafür. Da machen wir nochmal ein Level. Ich hätte sonst jetzt aufgehört, aber ein Level machen wir dann noch. Das ist ja einfach nur, ja, Fail und so. Aber ich jetzt trotzdem auch mal lieber ein bisschen unten entlang. Einfach nur, weil hier könnte ja auch der rote Schlüssel ja lauern. Oh, die komme ich gar nicht weiter. Ich sehe schon. Ihr mögt mich echt nicht, ne? Jetzt langsam fängt das Spiel wohl an, mich zu hassen. Erstmal dieser, ja, dieser Bug. Und jetzt auch noch die ganzen Gegner, die mich hier runterschubsen oder mein fehlender Skill. Dass ich mal eben vergesse, auf die Sprungtaste zu drücken. So. So, jetzt bin ich auch wieder lieber ein bisschen vorsichtiger. Und ja, diesmal zerstampfe ich dich aber bevor du was machst. Und so, jetzt gehe ich lieber dann direkt hier runter. Ach, da ist er. Es dauert doch keine Stunde. Aber dann versuche ich lieber hier möglichst weit zurückzukommen. Obwohl, aber ich komme trotzdem immer hier an der Stelle zurück. Dann, das ist dann noch angenehm. Dann muss man nicht so weit zurückgehen. Schön, dass sie selbst an sowas gedacht haben, dass man jetzt nicht irgendwo ganz hinten jetzt rauskommt, nur weil man so weit rechts schon ist. Das ist schön. Doch, damit haben wir jetzt nun auch den Key. Und die Truhe. Und somit auch den Schatz. Und dieser Schatz, der muss uns dann ja eigentlich wieder weiterbringen und. Hatten die schon mal so, ja, so eine Satansfratze gehabt? Doch, jetzt. Ach, das sind Ringe, okay. Jetzt verbinden wir die beiden. Und heraus kommt ein Turm. Okay. Tower of Revival. Ich glaube, das heißt Turm der Wiederherstellung oder so. Und Revive. Ja doch, Revive ist auch wiederherstellend. Das habe ich von Pokémon gelernt. Revive heißt nämlich da Beleber. Und wir werden das erste Level davon noch machen. Und das finde ich ziemlich geil. Auch die Musik mag ich. Kann ich ziemlich gut leiden. Es ist auch ein etwas anspruchsvolleres und ein größeres Level. Also, das ist zum Beispiel hier.
Jetzt wird nämlich der brennende Mario, auch mal nützlich. Wir müssen nämlich, jetzt sind wir eben verbrannt. Können jetzt alles andere hier mit anzünden. Das hat so ein bisschen was von Zelda auch. So, perfekt. Denn damit verschwindet jetzt nämlich diese Wand. Und jetzt können wir hier... Ja, und jetzt kann ich das noch ausbrennen lassen. Aber das hat echt so ein bisschen was von Zelda auch. Gibt es ja auch auf diese Fackelrätsel. Die gibt es ja mittlerweile jetzt ja auch bei den Mario 3D Land und... Ja, auch bei Mario 3D Land war das ja als Easter Egg. Fand ich auch ziemlich geil. Und was haben wir hier? Drachenkopf? Der sieht ziemlich cool aus. Aber wir gehen erstmal hier weiter. Und ganz gut, dass ich den schon da hingeschoben habe, weil jetzt können wir nämlich dann auch hier weiterkommen. Ich finde es ja geil, wie der uns irgendwie nichts anhaben kann, obwohl er sein Schild vorne hat. Weil das Spiel ist mal auf unserer Seite und nicht immer nur auf die des Gegners. Auf der des Gegners. Was haben wir hier? Ein Spacko. Und hier, man sieht schon hier ziemlich viel los. Hier alle möglichen Verwandlungen finden hier nochmal statt. Sind wir überhaupt richtig? Ja, doch, jetzt müssen wir uns hier bestimmt dann groß machen lassen. So, ja, so stechen lassen. Dann weichen wir mal schön allen aus. Ich weiß nicht, was die Röhre jetzt rechts gebracht hätte, aber ich denke mal, dass das hier der richtige Weg sein wird. Auch und jetzt werden wir von dem auch noch dick gemacht. Ernsthaft? Ah, okay. Wir können uns damit eine Abkürzung erschaffen, wie es scheint. Obwohl, ich guck einmal, wo wir hier hinkommen. Was ist das denn? Aber wir kommen hier nicht weiter. Okay. Hier kommen wir auch nicht entlang. Okay, aber das merken wir uns auf jeden Fall auch nochmal, die Stelle. Dann müssen wir also hier bleiben. Aber jetzt haben wir so eine kleine Abkürzung. Stech mich mal. Danke. Und du fütter mich nicht mit deinem kalorienreichen Zeug. Auch sehr nett. Ah, da haben wir den Schlüssel. Perfekt. Okay, damit haben wir eigentlich alles. Damit können wir auch abhauen. So, weg mit dir. Puh, wie willst du einfach mal so die ganzen Leiter hier so runterjumpen? Die Truhe war ja eh am Anfang. Also müssen wir nur zurückkehren. Sehr schön. So, runter da. So. Perfekt. Mission gelungen. Ist eine Flosse. Oh, ist das etwa die Zora-Flosse? Tatsächlich eine neue Fähigkeit. Ja, damit können wir jetzt endlich tauchen. Aber wir kommen noch nicht gegen Strömungen an, aber naja, tauchen können wir halt. Nur die Strömungen, die, ja, sieht man ja, bringt nichts. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, The Pool of Rain, da war ja sowieso viel... Einer und The Big Bridge, genau. Okay, diese beiden Level machen wir dann auch im nächsten Part. Denn unter Wasser ging ja da auch ziemlich viel ab. Das gucken wir uns dann auch an. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann!